Schwesternliebe von Villa Maria, Elfenreigen. Gesprochen von Jasmin Stab. Vor langen, langen Jahren erhob sich in einer waldreichen, einsamen Gegend Schottlands das stattliche Schloss Tamlans Hill. Land und Leute waren damals noch rau und ungebildet. Der Boden war nur um die Berge her angebaut. Mühsam ebnete man von den Schlössern aus einen Weg zu den Wohnungen der zur Burg gehörenden Leibeigenen. Mühsam bahnte man einen Fußsteig durch den nächsten Wald oder über das Torfmoor. Und wer darüber hinaus wollte, mochte für sein Fortkommen allein sorgen. Landstraßen und Postverbindungen kannte man noch nicht. An Abenteuer fehlte es daher dem, der die kleinste Reise unternahm, gewiss nicht. Und ging es auch nur wenige Stunden weit, nur bis zur nächsten Burg. Eine solche Reise hatte auch der ehrwürdige Bischof von Glasgow unternommen, der, obgleich schon bejahrt, sich nicht abhalten ließ, seinen weitläufigen Sprengel persönlich zu besichtigen und die Herzen der Menschen zu trösten und aufzurichten. Mit warmem Herzen und beredetem Munde spendete er Rat und Trost und vollzog die kirchlichen Handlungen, zu welchen er, Kraft seiner hohen Stellung, berufen war. Heute wurde er nun in Tamlans Hill erwartet, und die sonst so stille Burg hallte wieder vom Laufen und Rennen der zahlreichen Dienerschaft und den lauten Befehlen des Grafen, der alle Anordnungen selbst leitete, die zum Empfang eines so selten und so verehrten Gastes durchaus nötig waren. So kam es, dass Harry und Janet, die beiden Kinder des Burgherrn, der Kinderstube entschlüpfen konnten, ohne dass man in dem Tumult ihr Fortgehen bemerkte und dass sie in den Park gelangten, den sie sonst nur an der Hand ihrer Wärterin betraten. Es war der 1. Mai. Die Luft war rein und warm, obgleich die Sonne sich schon ihrem Untergang zuneigte. Das frische Grün, die hier und da sprießenden ersten Frühlingsblumen entzückten die Kinder und lockten sie immer tiefer in den Park. Sie spielten Fangen auf dem weichen Rasen und versteckten sich hinter den großen, tiefastigen Bäumen, die hier in reicher Menge standen. Da tönte aus der Ferne Trompeten und Paukenschall zu ihnen herüber. Janet horchte auf. »Der Bischof kommt, der Bischof kommt«, rief sie fröhlich. »Geschwind, Harry, komm, dass wir ihn ankommen sehen.« »Gleich, Janet«, entgegnete der Kleine, »aber sieh nur diesen herrlichen Schmetterling. Er sitzt so still, dass ich ihn leicht fangen kann. Geh nur voraus, ich komme gleich nach.« Janet eilte fort. Und Harry schlich hinter dem Schmetterling her, statt des Köchers sein kleines Baret nach ihm werfend. »Gefangen!« jubelte er. Aber als er nun hinzueilte, seine Beute in Empfang zu nehmen, flatterte der Schmetterling weiter. Harry eilte ihm nach und wiederholte seinen Versuch. Wieder umsonst. Dicht vor ihm schwebte der herrliche Falter. Aber weder mit der Hand noch Mütze, so sehr er sich auch heranschlich, so geschickt er auch warf, konnte er ihn erreichen. Immer tiefer hatte er den Knaben in den Wald gelockt. Jetzt stand er an dem hohen Gitter, welches ihn zum Schutz der darin Wandelnden von dem dichten Wald trennte, in welchem das Wildschwein, der Wolf und der wilde Stier nur selten gestört von den jeweiligen Jagdzügen ihr Wesen trieben. Der schöne Schmetterling schlüpfte durch das Gitter und Harry blieb weinend vor Unmut und getäuschter Erwartung daran stehen. Jenseits lag ein kleiner Rasenplatz, in dessen Mitte eine herrliche 100-jährige Eiche ihre Zweige mit dem frischen grünen Blätterschmuck weithin ausbreitete. Nach dieser Eiche flog der Schmetterling, schlüpfte in ein kleines Astloch und entschwand dem Auge des sehnsüchtig Nachblickenden. »Jetzt wärst du mein, wenn ich drüben wäre«, seufzte der Kleine und rüttelte ohnmächtig an dem starken Gitter.
Er schaute zurück nach dem Schloss. Die Musik schwieg. Der Bischof war also angekommen. Alle Hände und Füße waren dort in Bewegung. Keiner dachte an den Knaben. Er schaute wieder hinüber in den Wald, der jenseits des Rasenplatzes begann. Wie still, wie friedlich lag er da. Die Sonne zitterte mit ihrem letzten Strahl auf seinen Wipfeln und der Gesang der Nachtigall drang süß und lockend herüber. Noch ein Blick zum Schloss und Harry saß auf dem Gitter. Noch ein Blick in den Wald und er kletterte an der Außenseite hinab und stürzte atemlos auf den Baum zu. Aber das Astloch war so klein, dass, so sehr er auch die Hand zusammenzog, er sie nicht hineinzuzwängen vermochte. Er sann einen Augenblick nach, hing dann sein Barett vor das Astloch und warf sich mit pochendem Herzen und glühenden Wangen in den Rasen, hoffend, der schöne Flüchtling werde wieder herauskommen und sich dann in dem Barett fangen. Die Sonne war jetzt untergegangen. Leise Nebel stiegen aus der feuchten Erde auf und wallten schleierngleich aus dem Walde daher. Harry, von dem anstrengenden Laufe und der Aufregung ermüdet, lag ausgestreckt im Gras, stützte die brennende Wange in die Hand, schaute verträumt auf die heranwallenden Nebel und lauschte den melodischen Klängen des Waldes. Allmählich, ihm selbst unbewusst, senkten sich seine Wimpern und er schlummerte ein, während die Vögel ihm das Wiegenlied sangen. Näher und näher zogen die Nebel heran an das schlummernde Kind, bildeten einen Wolkentanz über seinem Haupt und senkten sich dann wieder herab zum Erdboden, während der Mond in mildem Glanz über dem Wald aufstieg. Da sank leise das Barett von der Eiche und der kleine Schmetterling schlüpfte heraus. Aber wie verändert war seine Gestalt! Die durchsichtigen Flügel mit ihrem goldenen Rand, die den kleinen Harry verzaubert und gelockt hatten, waren in einen glänzenden Schleier verwandelt und umschwebten ein paar zarte Mädchenschultern. Ein grünes Gewand von einem goldenen Gürtel gehalten, floss an einer zierlichen Gestalt hernieder, nur wenige Spannen lang, aber vom herrlichsten Ebenmaß der Glieder, während ein holdes Antlitz aus goldenen Locken hervorblickte. Sie beugte sich lächelnd über den kleinen Schläfer. »Gefangen, mein kleiner Freund, gefangen!« sprach sie mit einer Stimme, so klar wie der Ton einer Silberglocke. »Ja, ja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. So sprecht ihr klugen Menschen, vergesst aber danach zu handeln. Wie wird sich unsere erhabene Königin freuen, erblickt sie das Werk ihrer treuen Dienerin?« Sie blickte hinüber in den Wald, von welchem es jetzt in langen, geräuschlosen Zügen heranwallte. Bei dem Klang kleiner silberner Hörner und der Melodien, wie sie nur die Seligen im Paradies erfreut, kamen sie daher, die kleinen holden Elfen, in ihrer nie verwelkenden, stets sich erneuernden Schönheit, um beim Erwachen des Frühlings ihre irdischen Wohnsitze unter der Erde in den Wurzeln der Bäume und Blumen wieder einzunehmen, bis der Herbstwind von Neuem über die Stoppeln weht und der herannahende Winter sie zurücktreibt in ihre ferne Heimat. Sie schwebten heran, getragen von den glänzenden Mondstrahlen, voran der Musikchor, der ihren Einzug im Frühling und ihren Auszug im Herbst wie ihre zierlichen Tänze in den Sommernächten begleitet. Dann folgten die Scharen der herrlichen Elfenjungfrauen in smaragdgrünen Gewändern, alle umspannt mit goldenen Gürteln, alle geschmückt mit dem langen Lockenhaar und dem glänzenden Schleier, alle in überirdischer, wandelloser Schönheit. Und nun nahte sie, die Fürstin und Gebieterin dieser lieblichen Wesen, die schöne Elfenkönigin. In einer Perle aus dem Meeresgrund, groß und strahlend,
wie sie die Schatzkammer keines irdischen Königs ausweisen kann, ruhte sie in einer Lieblichkeit und Schönheit, wie das Menschenwort nicht schildern, das Menschenauge nicht ertragen kann. Ein lichtes, sonnenklares Gewand, von einem Gürtel aus Diamanten gehalten, umschloss die schönen Glieder. Vom Haupt hernieder bis zu den Füßen umwallten sie die langen, blonden Locken, wie ein goldener Mantel, und ein bläulich strahlender Stern bildete das Königsdiadem auf ihrem Haupt. Langsam nahte sich der Zug der Eiche, ein Kreis um sie und den kleinen Schläfer unter ihr schließend. Die kleine Elfe, welche als Schmetterling den sorglosen Knaben hierher gelockt, trat an den Wagen der Elfenkönigin, und sich tief vor der hohen Gebieterin neigend, sprach sie ehrfurchtsvoll: »Frau Königin, dein Befehl ist vollzogen, dein Sommerpalast hergerichtet, die Kammern darin geschmückt. Aber was mehr als dies sagen will, der Wunsch, der oft in traulichen Stunden den Weg über deine Lippen fand und unvergesslich im Herzen deiner treuen Dienerin eingegraben steht, naht sich seiner Erfüllung. Siehe her!« Und sich zu den anderen Elfen wendend, winkte sie ihnen mit der Hand. Da regten sich 100 kleine Arme, und von ihnen erfasst und aufgehoben, wurde das schlafende Kind zu dem Perlenwagen getragen. Von der Elfenkönigin Lippen klang ein Ton höchsten Entzückens. »Willkommen, mein Befreier, mein künftiger Fürst«, sprach sie, sich über das Kind beugend und seine rosigen Wangen küssend. »Und nun lasset uns eilen, meine Getreuen, mit unserem Schatz die sichere Stätte zu erreichen.« Ein Wink mit der Hand und die 8 Schmetterlinge mit den tiefblauen, goldgeränderten Flügeln, welche den Wagen der Königin zogen, schwebten weiter, und der ganze Zug bewegte sich nach dem Fuß des Eichbaums hin. Und dort, leise und schweigend wie ein Traumgebilde, versanken sie mit dem Knaben im Schoß der Erde, während kein Auge als das des Mondes ihrem geheimnisvollen Treiben zuschaute. Ein Jahrzehnt war entschwunden seit jenem Abend, wo man nach dem feierlichen Empfang des Kirchenfürsten den Knaben endlich vermisst, ihn gesucht, mit Angst und Sorgen nach ihm geforscht und nichts gefunden hatte, als das kleine Samtberry im Gras unter dem Eichbaum. »Mein Harry, der Erbe meines glanzvollen Namens ist dahin«, klagte der Graf. »Mein Harry, der Sohn meines Herzens ist mir genommen«, weinte die Mutter. »Harry, mein Harry soll tot sein, für immer von mir getrennt? Nein, nimmermehr«, flüsterte Jeanette. »Die Zeit legt ihren Balsam auf die tiefste Wunde, und wenn auch das Kraut der Vergessenheit auf eines Kindes Grab am spätesten wächst, so wächst es auch dort endlich.« Der Graf suchte Zerstreuung in der Jagd, im Becher und im Würfelspiel, und seine Freunde und Nachbarn unterstützten ihn dabei ritterlich. Die Gräfin ward nach einigen Jahren noch einmal Mutter eines Knaben, und in der Freude über dieses Kind vernarbte allmählich die Wunde, welche ihr der Verlust Harrys geschlagen. Nur in der Schwesterherz erblich Harrys Bild nie. In der Dämmerung, wenn ihre Wärterin schlummerte oder im Gespräch mit den anderen Schlossmägden sich der Obhut entzog, entschlüpfte Janet der Kinderstube und schlich in den Ahnensaal. Dort stand sie vor dem Bild des Bruders, das ihn in all seiner kindlichen Unschuld und Lieblichkeit darstellte, den verhängnisvollen Schmetterling auf der Hand. Dort stand sie, und Träne auf Träne stahl sich langsam über die rosigen Wangen. Sie sprach zu dem Bild, als wenn es sie verstehen könnte. Sie redete zu ihm von ihren Leiden und Freuden, und als sie älter ward und das sinnige Kind für manche Empfindungen ihrer Seele kein Verständnis in ihrer Umgebung fand, ward es ihr eine tägliche, unentbehrliche Gewohnheit,
was in ihrer Brust lebte, vor dem Bild des geliebten Bruders auszusprechen. Er lebte, das wusste sie ganz gewiss. Aber die Mutter wandte sich einst unwillig ab, als sie diesen Glauben vor ihr aussprach. Ihr schien die unerschütterliche Treue, mit der die Tochter das Andenken des Geschiedenen festhielt, ein Vorwurf für ihr Mutterherz, das in der Freude über den zweiten Sohn den Schmerz um den ersten begraben hatte. Und von da an sprach Janet zu keinem sterblichen Ohr mehr von ihren Hoffnungen. Es war der letzte Oktober. Heute wurde wieder der Bischof erwartet und wieder, wie an jenem Abend, setzten die Vorbereitungen zu dem feierlichen Empfang alle Hände der Burg in Tätigkeit. Morgen, am Tag aller Heiligen, sollte die zur lieblichen Jungfrau erblühte Janet durch die Firmung vom Bischof in den Kreis der mündigen Christen aufgenommen werden. Eine wehmütige Erinnerung an jenen Frühlingsabend, der durch des Bischofs erste Ankunft und Harrys Verschwinden den Bewohnern der Burg unvergesslich geworden war, zog durch des Mädchens Seele. Sie entfloh dem überall herrschenden Getöse und eilte in den Park. Der herangrenzende Wald war seit Harrys Verschwinden, welches man begreiflicherweise den wilden Tieren desselben Schuld gab, das Ziel aller ritterlichen Jagdzüge geworden und den fortgesetzten Anstrengungen des Grafen und der benachbarten Burgherren war es endlich gelungen, den Wald gänzlich von den wilden Tieren zu befreien. So brauchte Janet auch nicht, um ihre Sicherheit zu fürchten, als sie das jetzt im Gitter befindliche Pförtchen öffnete und auf den Rasenplatz hinaustrat. Unter der Eiche, auf der Stelle, wo man Harrys Barett gefunden hatte, war auf Janets Bitten eine kleine Rasenbank errichtet worden. Dorthin setzte sie sich, während ihre Gedanken, wie immer hier, zu dem geliebten Bruder eilten. Es war ein Herbstabend, so mild und freundlich, wie die Natur ihn zuweilen ihren dankbaren Kindern sendet, bevor sie sich zum langen Winterschlaf niederlegt. Ein sanfter Lufthauch zog durch die Kronen der Bäume, leise den Tribut des Herbstes fordernd, indem er die goldenen Blätter abstreifte, die an die Stelle des grünen Laubes getreten waren. Am tiefblauen Himmel tauchte allmählich ein Stern nach dem anderen auf, und langsam und majestätisch stieg jetzt im Osten der Vollmond über dem Wald empor. Es war ein Abend wie jener Frühlingsabend, als Harry verschwand. Daran dachte Janet auch, und heiß fielen ihre Tränen auf die gefalteten Hände. Da löste sich eine Sternschnuppe, und Janet, dem Volksglauben treu, sprach inbrünstig, indem ihr Auge der leuchtenden Bahn folgte: »Oh, dass mir Kunde würde von meinem Bruder!« So saß sie lange noch in Träumen verloren, bis diese allmählich tiefer wurden und ihre Augen sich schlossen, während der Nachtwind mit ihren Locken spielte. Da schien es ihr, als wenn die Herbstzeitlosen zu ihren Füßen sanft zur Seite geschoben würden. An ihrer Stelle tauchte ein Glockenhaupt empor, höher und immer höher sich hebend, und endlich durfte sie ihren entzückten Blicken trauen, stand der geliebte Bruder vor ihr. Ja, das waren die teuren Augen, mit denen er sie immer angeblickt hatte, und das liebe, bekannte Lächeln vergangener Zeiten. »Harry«, klang es laut in ihrer Seele, obgleich die Lippen schlafbefangen sich nicht zu regen vermochten. »Harry, du lebst, mein Bruder. Oh, ich wusste es wohl. Wirst du jetzt bei deiner treuen Janet bleiben?« »Ich lebe zwar«, klang es leise von des Bruders Lippen, »aber schwerlich kann ich wieder auf die Oberwelt zurückkehren. Wer fände sich, die Bedingungen zu erfüllen?« »Oh, sprich, mein geliebter Harry«, flehte Janets Seele. »Nenne sie mir. Verlangst du mein Leben?
Ich gebe es dir willig hin. Harry schüttelte mit freundlichem Lächeln das schöne bleiche Haupt. Ich lebe dort unten bei den Elfen. Ihre schöne Königin, in ihrer Sehnsucht nach einer unsterblichen Seele, die sie nur durch die Vermählung mit einem unschuldigen Sterblichen erlangen kann, hat mich hinabgenommen in ihr Reich, als ich an jenem Frühlingsabend den Schmetterling verfolgend hier unter diesem Baum eingeschlummert war. Unberührt vom Hauch des Bösen bin ich dort unten von jenen Wesen erzogen worden. Morgen, an Allerheiligen, verlassen wir bis zum Beginn des Frühlings unsere Wohnsitze hier unten, um in herrlicheren Gefilden zu leben, und dann soll ich mit der Elfenkönigin vermählt werden. O Harry, das darf, das soll nicht sein. Du bist ein Mensch und darfst deiner Bestimmung nicht untreu werden. Es gibt Bedingungen, sagst du, deren Erfüllung dir deine Freiheit wiedergibt. Nenne, oh nenne sie doch, wenn noch ein Funken Liebe zu mir, zu deiner Heimat in deiner Seele lebt. Harry lächelte freundlicher noch als vorher. Ja, Janet, mein Herz schlägt noch warm. Noch sehnt es sich nach dem goldenen Sonnenschein, an dem ich mich nie mehr erfreuen durfte. Noch liebe ich dich, meine Eltern, meine Heimat. Schmerzvoll zog sich meine Brust zusammen, so oft ich dich hier oben um mich weinen und klagen hörte. Aber nimmer bis zu dieser Stunde, wo du deinen Wunsch beim Fallen der Sternschnuppe aussprachst, dem dann auch die Elfen gehorchen müssen, durfte ich dir nahen. Nenne, und nenne die Bedingungen, drängte Jeanette angstvoll. So höre denn. Morgen an Allerheiligen, wenn das Auge des Tages sich geschlossen und der Mond und die Sterne ihre Bahnen zu ziehen beginnen, verlassen wir unsere Wohnungen. Mitten in der Schar der Elfen schwebt der Perlenwagen der Königin. Neben ihr auf milchweißem Ross wirst du mich erblicken. Wenn du mich vom Ross ziehst, schweigend in deinen Armen hältst, alle Verwandlungen, die der Zorn der Königin mit mir vornehmen wird, um dich zu verscheuchen, erträgst, durch keinen Schmerz einen Ton, eine Bewegung dir entreißen lässt. So bin ich dir wiedergegeben. Misslingt dein Versuch, so werde ich der Elfenkönigin Gemahl und bin für immer dir, der Heimat und mir selbst verloren. Leise wie Harry gekommen, schwand er wieder und Janet erwachte. Um sie her war es tiefe, schweigende Nacht. Aber in ihr flutete die Hoffnung in sonnenhellen Wogen und leuchtende Tropfen, selige Tränen der Freude entströmten ihren Augen. Und wieder breitete die Nacht ihren Sternenmantel über die schlummernde Erde, als Jeanette mit glühenden Wangen durch das Gitterpförtchen schlüpfte und in den Schatten der Eiche trat. Schweigend stand sie da, zwischen den betend verschlungenen Händen ein kleines goldenes Kreuz mit dem Bildnis des Erlösers haltend, ein Geschenk der innig geliebten Eltern, das der ehrwürdige Bischof geweiht und ihr heute am Altar um den Hals gehängt hatte. Inniger waren ihre Gebete nie zu der heiligen Jungfrau emporgestiegen, als an diesem Tage, von dessen letzten Stunden die Entscheidung über das zeitliche und ewige Glück einer unsterblichen Seele abhing. Sie hatte sich aus der glänzenden Gesellschaft fortgeschlichen, die zur Feier des Tages geladen war, um sich noch einmal im tiefen Gebet vor der Himmelskönigin zu reinigen und zu stärken. Und nun stand sie hier, in jenem mutigen Glauben, der in sich die Kraft fühlt, das Unmögliche möglich zu machen. Leise erzitterte jetzt der Boden unter ihr. Süße himmlische Töne drangen hervor, und dicht neben ihren Füßen stiegen sie empor, die kleinen Blumengeister. Voraus ein Zug Elfen mit ihren silbernen Hörnern, darauf die schönen Elfenjungfrauen in unzähligen Scharen und nun der Perlenwagen mit der erhabenen Gebieterin.
Neben ihr auf milchweißem Ross ritt Harry in ernstem Schweigen. Jetzt war der Zug neben Janet. »Hilf mir, Maria, du Gebenedeite«, flehte ihre Seele, und sie umschlang den Bruder mit ihren weißen Armen, zog ihn vom Pferd und hielt ihn fest an ihre Brust gepresst. Da klang ein Schrei maßlosen Schmerzes von den Lippen der Königin. Dieser Schmerzenston fand ein lautes Echo in der Brust der Elfen, ein stummes im Herzen Janets. Sie wusste, dass der Königin jetzt die Hoffnung auf Unsterblichkeit genommen war, aber keine Wimper zuckte. Da richtete sich die Königin empor. Ihre zierliche Gestalt wuchs auf zu menschlicher Größe. So stand sie vor Janet, umflossen von strahlendem Gewand, umleuchtet vom Glanze ihres Diadems und vor allem in ihrer überwältigenden Schönheit, während ihre zauberschönen Augen mit verzehrendem Feuer auf das bebende Mädchen niederschauten. »Gib mir mein Eigentum zurück, du hast keinen Teil an ihm«, sprach sie mit zürnendem Ton. Aber Jeanette schaute nicht auf sie, sondern richtete ihr Auge auf das Bild des Erlösers an ihrer Brust. Da winkte die Königin mit ihrem Zepter und der regungslose Körper Harrys erhielt Bewegung. Kalt und glatt wand er sich in Janets Armen. Und statt des holden Antlitzes züngelte ihr ein Schlangenhaupt funkensprühend entgegen. »Maria, Himmelskönigin, verlass mich nicht«, seufzte sie tief innen, während ihre Lippen sich fest aufeinander pressten und ihre weißen Arme den geliebten Bruder in der grauenvollen Verwandlung nicht losließen, ob auch die kalten, feuchten Glieder in tausend Windungen um ihren lebenswarmen Leib sich ringelten. Und abermals winkte die Königin. Da brachen Flammen aus dem Rachen der Schlange, Flammen aus jedem ihrer Glieder, und in eine einzige glühende Lohe verwandelte sich der giftige Wurm. Und ob auch die Glut die zarte Haut zusammenschrumpfte, ob auch grausamer Schmerz in ihren Gliedern wühlte, wie sie nie empfunden, kein Schmerzenslaut entrann ihrem Mund. Fest umschlangen die zitternden Arme die feurige Lohe. »Maria, die du noch mehr gelitten, stehe deinem Kinde bei in diesem schweren Kampf«, stöhnte ihre Seele. Da erkannte die Königin, dass es eine noch höhere Macht gäbe als die ihres Zepters. Die Macht, wahre Schmerz und Drangsal, Tod und Grab überwindender Liebe. Sie ließ von der treuen Schwester ab und sank mit einem Schmerzensschrei zusammen. Jammernd umfassten die Elfen ihre Königin, trugen sie in ihren Wagen und unter Klagetönen und Trauerklängen zogen die armen kleinen Geister von dannen. Aber in der entzückten Schwester Armen ruhte der befreite Harry. Heiße Freudentränen tropften auf die Brandwunden ihrer Glieder, die sich schmerzlos schlossen. Und so führte Jeanette den durch ihre Liebe dem Leben zurückgewonnenen in die Arme der staunenden und beglückten Eltern.